Wir gehen rein und zwar in das erste Video. Hungriger Hugo hat reingeladen. Warat Kopp Buxtehude. Let's go, Chat. Oh, ich hab hier eins. Ich drück fünfmal mein Geld, warum geht das nicht? Ich hab kein Essen. Ich muss die Wäsche machen, ich muss packen, ich muss mir eine Stunde den Kopf waschen. Was für ein Kackabend. Den ganzen Abend Brawlstars gespielt. Wie dumm bin ich? Bro, einfach Brawl Stars. Das ist so krass. Max ist wirklich zum Teil der älteste Mensch, den ich kenne, aber so im Sinne von noch Kind geblieben. Wenn Max jetzt 14 wäre, wäre kein großer Unterschied zwischen seinem Ich, sage ich. Das Einzige, was der Typ jetzt halt kann, ist Auto fahren und legal Alkohol trinken. So. Das ist, er darf Auto fahren, er darf Alkohol trinken. Das ist der einzige Unterschied. Digga, ich bin 30. Krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Momentan befindet sich Maximilian Stemmler in einer schwierigen Phase seines Lebens. Nein, wieso kann ich mein Geld schon nicht einsetzen, Mann? Er kämpft mit persönlichen Problemen, die sich auch auf seine Streaming-Karriere auswirken. Das ist ein Scheißabend. Ich habe einen Zuschauer. Was läuft? Willkommen zum... Ich hab einen Zuschauer. Ich sag euch noch eins. Ich will euch noch eine Sache erzählen, okay? Diese Haartransplantationsgeschichte und die Haarwäschen, weil er sagt, ich muss eine Stunde meine Haare waschen, dabei sind da keine Haare. Das ist real, ne? Ihr müsst das so, wenn ihr das gemacht habt, ich glaube, wir haben das schon mal, darüber haben schon mal gesprochen, vor Jahren, als ich das gemacht habe, ihr müsst da was drauf machen, so ein Schaum, und der muss wirklich einwirken. Das ist die größte Scheiße, die Haarwäsche. Deswegen ist dieser Eingriff okay. Alles danach ist die größte Scheiße. 33 Sekunden, zweimal pausieren. Ich bin gut. Nächsten Video. Heute gibt's den ersten Fahrrad-IRL-Livestream. Ich sehe unheimlich dämlich aus, Digga. So, sofort das Bargeld her. Es gibt eine Anzeige wegen Bedrohung. Wer von euch hat die Dokumentation gesehen über diesen Idioten? Da war ja auch eine Stelle in Buxtehude. Nach nur wenigen Metern fällt ihm ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO auf. Wenn auf der rechten Seite alles voll ist, dann packe ich da, Digga. Bin ja Bürgermeister, ich darf das ja, Digga. Da steht der Kollege. Ich finde auch Bahnfahren jetzt geil, Digga. So. Warum? Was für Sperrzeit? Digga, das war auch wirklich das. Das habe ich doch nie gehört. Also habe ich auch noch nie gehört, weil ich noch nie mit dem Fahrrad in die Bahn gestiegen bin. Geschweige denn, bin ich letztes Mal Bahn gefahren, S-Bahn vor Jahren. Aber dass es eine Sperrzeit gibt, warum? Weil da Feierabendverkehr ist und du sonst potenziellen 4 weiteren Menschen den Platz wegnimmst, oder? Das ist ja übel dumm. So, willst du mit deinem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück und dann kannst du das noch aussitzen oder fährst halt. Also, das ist ja so dumm. Das Auto, Sascha hat es nicht gemerkt. Natürlich habe ich den Wagen gesehen von Marcel. Allein das Kennzeichen. Sag mal, dass ich mit der Bahn gefahren bin, Mann. So, jetzt will ich mal gucken, wann die nächste Bahn kommt. In 6 Minuten. Komm, wir kaufen uns mal offiziell ein Ticket. 6,20 Euro, das ist ja wohl Abzocke vom Allerfeinsten. Irgendwie muss jetzt rein. Ich habe noch ein Ticket geholt für 6,20 Euro jetzt. So, dritter Versuch. Guck mal, ich stelle das Fahrrad hier so ein bisschen hin. So, ich tue jetzt so, als wenn das Fahrrad nicht meins ist. Na gut, mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf ist es eigentlich ziemlich dämlich. Die S-Bahn fährt ein Typ mit Kamera auf dem Helm, denkt, der hat diesen Five-Head-Move gemacht. Yo, ich stelle das Fahrrad ein bisschen zur Seite und dann sollte schon laufen. Ist das krass, ich habe den Stream gar nicht mitbekommen. Das ist ja übel krass. Zweiter Versuch nicht geklappt. Ey, das muss auch so random sein, wenn du so da in der Ecke wohnst und du siehst einfach Marcel auf dem Fahrrad vorbeifahren. Das muss irgendwie so komisch sein. Ich meine, es wäre normaler, ihn in so in seinen Lamborghini zu sehen, aber auf dem Fahrrad? Warte mal, der hat auch einen Helm auf. Oh, das ist doch wohl eine Frechheit. Guck dir das an. Ich habe ihn schon zweimal rausgeschmissen hinten aus der Bahn wegen Fahrrad. Nope. Gibt's jetzt nicht auch speziell Fahrradabteil? Ah, hier, da ist Fahrrad. Oh Gott, wie soll denn das mit dem Reifen funktionieren, Digga? Das macht doch gar keinen Sinn. Eine Waschmaschine, Bro, einfach. Eine Waschmaschine. Ich glaube, das ist sogar eine gute. Ich glaube, ich habe sogar die gleiche. Digga, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich habe die gleiche. Die ist richtig krass. Muss auch ein Ticket extra für zahlen, ne? Oh, okay. Dann will ich aber auch eine Sperrzeit für die Waschmaschine, Digga. Entschuldigung, ich habe eine ganz kurze Frage. Braucht man für die Waschmaschine auch ein extra Ticket? Deutsche Bahn ist so richtig für mich nur noch ein Meme. Das ist das Schlechteste mit, was es in Deutschland gibt, ist die Deutsche Bahn. Bitte führt ein Ticket für alles ein. Bitte, ich will extra Geld für Handtaschen. Wirklich. Und auch so begrenzte Atemzüge in der Deutschen Bahn wäre auch krass. Das geht ja auch, alles klar. Moin, moin. Hey, geh mal weiter. Ich muss übelst forzen. Boah, ich mach's heimlich, okay? Warte. Oh, ich hoffe, den hat man nicht gehört, Alter.
Er kann nicht einfach kurz pissen, Digga. Sieh mal, sowieso nicht so klein ist der, Digga. Was ist das für... Okay, was ging da ab? Ich würde schon sagen, was ist das für ein Stream gewesen? Wir sehen 10, 30 Sekunden. Ich denke, das war der krasseste Stream, aber was passiert hier? Hallo, der Trimax hier. ApoRed hat ein neues Video. Oh nein. Ich zeig euch alles. Millionen. Oh nein. Oh, Digga, das haben sich ja echt so viele angeschaut. Das ist tough, Chat. Das ist tough. Es wird nicht aufhören, ne? Ihr wisst, dass halt in einer Woche oder zwei Red zurückkommt, weil das spielt ihm ja nur in die Karten. Red kann gar nicht mehr verlieren. So auf dem Level ist es angekommen. Dieser Mann kann nicht mehr verlieren. Davon könnte sie kleinen Goofies träumen. Ja, dieser eine Streamer, der eine Übergewichtige da. Alter, bin ich fit? Wie kann man so übermäßig übergewichtig sein? Er kriegt einen Anruf von seinem Steuerberater. Ey, Bro, du bist pleite. Mein Tanzverbot. Ich lache über ihn und gehe selbst pleite. Das stimmt, ey. Da muss ich... Kommen wir zum Punkt. Ey, Kilian, Mann. Oh, Mann. Das ist so krass. Das ist ehrlich. Nein, ich darf nicht drüber lachen. Wir schauen weiter. Ich zeig euch, welchen Babawagen ich drive. Das kommt doch so schnell raus, wie das Auto wirklich gehört, oder? Schönes Auto, einer meiner Favorite Autos. Aber die Farbe ist wirklich bodenlos. Vielleicht gab es ja bei der Autovermietung halt keinen weißen mehr. Nein, Spaß, haben wir Spaß, Leute. Ich AMG Brabus-Umbau natürlich hier. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganz entspannte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Gäste-WC. Wohnbereich. Also das sieht so dermaßen aus wie ein Hotel. Also das ist ja wirklich ein Hotel. Das war doch sein Bad gerade, oder? Party People, herzlich willkommen aus New York City. Ich hab nichts gemacht. War doch nicht für mich, sorry. Ich hab jetzt auch kein riesiges Dankeschön erwartet. Oh nein. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass New York City eine sichere Stadt ist. Nochmal, ist die laut? Wir haben jetzt irgendwie versucht, das aufzunehmen, dann hat man hier so einen Schnauzbart. Man kann es mit Rasierschaum benutzen. Man kann es auch mit, also meine Blumen, das hat auch, aber ist halt auch nur so eine Idee. Is it okay if you do it somewhere else? I'm sorry, it was just for a few seconds, I'm so sorry for that. Hörst du dich noch mit Honey Poo? Na, guck mal, wer da ist. Zwei Streamer des Vertrauens. Can I interview you? Yeah, if you want. I show you a picture now. Warte mal, das sah im ersten, in der ersten Sekunde sah er aus wie Dinger, Mark Gebauer. Warte mal. Can I interview? Bro, Mark hat einen gewissen Look, wenn er nicht komplett im Anzug ist, mit der Cap und so. Ich habe Mark mal mit Cap gesehen, für eine Millisekunde dachte ich... Ja, okay. Wer jetzt schreibt, nein, Bro, 0,0. In dem kurzen Frame, als er zur Kamera geschaut hat und wieder jetzt zu Ronny Berger, für eine Sekunde. Of someone, and you tell me, what do you think his job is? Oh, Jesus. Look at this dude. Maybe he's a rapper. Bro, ich muss euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, okay? Ich gehe gestern im Bräuniger shoppen. Mir läuft einer hinterher. Er kommt zu mir. Er sagt zu mir, yo, Money Boy, was geht? Baby, come on, ride it with them guy on top. Nicht auf Spaß. Er meint auf Ernst. Tatsächlich. Krachpapier, Digga. Ja, mach genau so ein Foto. Kannst du Doppelkinn-Foto machen? Kannst du wie Hugo Jawline less sein? Nein. Das ist das Krasseste, was ich kann. Bro. Das ist immer noch so heftig. Ich finde es so krass. Er hat diesen Muskel nicht. Er hat diesen Knochen nicht. Was für ein Muskel? Das ist so. Das ist verrückt. Es geht noch rein. Das ist so krass. Mehr ging nicht. Ich habe alles reingedrückt, was man reindrücken konnte, ehrlich. Pete hat deine Jawline gesehen. Look at his jawline. Imagine this dude like sucking a cock, bro. You can stick the whole thing in it. That's a town. Du hast Schuhe. Stop. Nein, das passt nicht. Real Talk nicht. Hier vorne tut das richtig weh. Real Talk hier. Einen Moment. Bitte. Ah! Jetzt hört's hier. Ah. Nein! He wants your number. My number, nein. What are you got from? Germany. This was a problem. Digga, lass dich auf. Das ist gut. Ich habe irgendwie, Chat, ich habe irgendwie nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, sie hat gesagt, dass Deutschland nicht gut ist oder so, irgendwie so. Das ist meine Interpretation dahinter. Kranker Eingang übrigens, Chat, von dem Haus, da sehe ich jetzt auch eine Justin-Room-Tour tatsächlich. Das ist hier schon mal extrem, wie es hier runtergeht mit dem Grün zu der Beton, richtig geil, mit dem Weiß hier oben mit dem Licht, finde ich sehr nice. Okay, ich versuche jetzt auszupacken.
ist echt unschön. Wenn du schaffst, Automatik abzusaufen, ist das. Er hat einfach Automatik abgewürgt. Bro, wie hast du das geschafft? Ich fahr geradeaus jetzt, ne? Bro. Oder das war auch so jetzt gerade. Was geht auf Madeira? Ich habe mir sagen lassen, dass auf Madeira Autofahren richtig Hölle ist, ne? Also, dass es auch viel zu eng ist, Leute kommen dir entgegen. Wenn du da nicht Automatik hast, ist Feierabend. Du brauchst ja auch Leistung und gleichzeitig ein kleines Auto. Chat, welches Auto ist klein, schmal, hat viel Leistung, aber auch so also relativ viel Bodenfreiheit? Smart Brabus. Ach, das sind schon wieder diese Scherz, Leute, ne? Mit dem Smart Brabus seid ihr dumm. Ab GTI. Nein, ihr setzt auf. Ihr braucht ein Auto, welches hoch ist. Ihr schreibt kleine Autos rein, die setzen alle auf. Ihr seid, also, Leute, was schreibt ihr rein? Ein Fiat 500 Abarth. Bro, ein kleines Auto, welches schmal ist, klein, aber relativ viel Freiheit hat. Ein Mini-Jeep, irgendwie sowas in die Richtung, ja. Und da sage ich euch eins, ein Dacia zu JP bringen, tunen lassen und dann auf die Insel mitnehmen. Ein Dacia Duster. Das ist mein Call. Victoria hat einen Link gesendet. Das ist halt, wenn man wirklich ein Clown zum Frühstück ist. McLaren 720S. Dafür musst du entweder Flying Uwe sein oder Justin. Eins von beidem. Also entweder brauchst du eine erfolgreiche Marke im Klamottenbereich oder eine Fitnessmarke, die gut läuft. Ansonsten wird es nichts. Mein fucking Gott, Bro. Ist der Mercedes schon Schrott oder warum auf einmal Uber? I put a song and you must say when you like it. How do you find it? 7. Was soll denn? Easy. 7 ist easy. Ja, Chat, Revi ist auf dem Weg hierher. Wir werden jetzt gleich meine Haare färben. Oh, these dudes have a haircut right now. Go ball, go ball. Also, Leute, I show me. What did you say to me? Calling me I show me, bro. These people are weird, bro. Bro. Go ball, 4000 subs. Auf mit 1000 subs. Bro, ey, ganz kurz. Erst Hugo, jetzt Kevin. Ich glaube, I show speed ist so ein bisschen wirklich in der internationalen Szene unterwegs. Das Einzige, was man als Streamer braucht, dass er auf einen aufmerksam wird, sind viele Zuschauer. Also das heißt, er wird hier niemals vorbeischauen. 1000 Subs, go ball. 1000 Subs. 10.000 Subs. 10.000 Subs, you gotta go ball. Er überlegt. How much is that in USD? 40k, man. Hey, 40k, right? Say, bitch, suck my dick. Digga. Yo, Digga. Ja, gut, dann haben wir Crossover für dieses Jahr auch gemacht. Super. Das beste Stream-Crossover 2024 gewinnen. iShow Speed und Papa Platte. Wir sind jetzt auf der Motorradmesse in Hamburg. Aus dem Weg jetzt kommt der Rentner. Maul, Mann, es geht hier schon wieder los mit den TTS. Oh. Unfassbar. Gibt es für den Rentner auch einen Wagen mit? Ja, ich sag euch ehrlich, das ist meine ehrliche Meinung. Klar, ist immer Geschmackssache, aber ich finde es schon ein bisschen cringe. Made in hell. Also, das ist schon irgendwie zu viel. Das muss nicht. Das wäre auch das letzte Motorrad, wenn ich Motorradführerschein hätte, welches ich fahren würde. Ist es ein Chopper? Ich weiß nicht. Und es ist halt wirklich von jedem zu jedem selbst überlassen. Aber ich finde so eine Supermoto überkrass. So eine Rennmaschine, ich glaube, ist nichts für mich. Ich bin zu groß dafür. Aber so eine Supermoto ist heftig. Aber das... Unfassbar. Gibt es für den Rentner auch ein Bike mit Medikamenten? Bisschen unterstützt. Ja. Genau so habe ich ihn mir vorgestellt. So geil. Eine Jeans. Hier dieses Armband. Ihr seht es nicht, weil meine Cam drüber ist. Der Gürtel. Bam, dickes Emblem drauf, eine dicke Uhr, paar Ketten, Tattoos, Alter. Haare nach hinten, er hat noch geile Haare. Geiler Typ. Genau so habe ich mir vorgestellt. Alter. Oh, da sind noch Britze hier, Alter. Ey, Opa, was guckst du so? Was guckst du so, Rotkäppchen? Ey, Opa, willst du was oder wie? Digga. Ist das was Leckeres, Bro? So, Chat, weiter geht's. Nee, sieht gut aus, ne? Er hat ihm aber noch irgendwas geschenkt. Ich habe einen Clip gesehen. Marcel hat ihm irgendwas geschenkt, ne? Er hat ihm irgendwas rübergereicht. 200 Euro. Er hat ihm 200 Euro rübergegeben. Aber ich sage euch ehrlich, das ist wirklich respektlos gewesen. Bro, er sitzt da. Okay, er hat es wahrscheinlich eh nicht wirklich gecheckt, vermute ich mal. Aber trotzdem. Marcel hat ihm noch auf Ehrenbruderbasis 200 Euro gegeben. Ich bin mir auch sicher, dass bei ihm, bei dem Mann jetzt mittlerweile schon zu Hause ein Pappaufsteller ist von Gönnergy, ne? Mit allen Sorten drin. Ein ganzer Tray wie bei Kaufland. Oh, sorry, Entschuldigung. So, wollen wir mal gucken, was da für eine Show ist. Ich glaube, die springen da jetzt. Oha. 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 Oh Gott, nein, Digga. Nein! Er steht so wie ein NPC da. Bro, er steht so da.
irgendeiner so der fünften Reihe. Yo, warum sieht der in der Mitte aus wie Monte? Es ist so geil. Ey, auch fatal, Bro. Ich lieb das an Marcel. Eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Am liebsten würde Marcel gerade dastehen, mit Gürtel auf, Hose auf und Hand in der auch wieder im Schritt. Ich weiß es ganz genau. Abo, hau mal die bitte. Nee, ich doch, doch, doch. Jetzt ist Abo fällig. Oh Mann. Er denkt halt wirklich Ahnung von Fashion zu haben. Nein, Bro, niemals. Ich glaube, wenn du Marcel fragst, würde er jetzt nicht behaupten, dass er Ahnung von Fashion hat. Marcel trägt einfach das, worauf er Bock hat, und darauf kommt es ja auch an. Das ist ja das Wichtigste. Gutes Video. Liebe Grüße gehen raus an Hugo.